Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Ja, die Derby League wird in dieser Woche tatsächlich schon beendet, aber ja, wir werden das Finale am Donnerstag sehen. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil dann kommen auch schon die Testspiele und dann kommt die Champions League, also wir sind trotzdem noch gut beraten, ja, das alles zu verfolgen. Am Freitag beispielsweise spielt Bayern gegen Olympique Marseille in einem Testspiel. Das schauen wir uns natürlich auch an. Aber jetzt soll es losgehen mit dem ersten Spiel im Viertelfinale Bremen gegen Bayern. Viel Spaß! Der SV Werder Bremen also im BC Play Stadium, das ausgewählte Stadion fürs Viertelfinale gegen den FC Bayern München. Bayern, ja, das muss ich hier nicht sagen, in den roten Trikots. Hier von rechts nach links im ersten Durchgang, aber stark unter Druck in der Anfangsphase, nachdem man sich gegen Braunschweig in der Zwischenrunde relativ deutlich durchsetzen konnte, war man hier gegen den Tabellenersten aus der Gruppe Nord die schwächere Mannschaft. Zum Auftakt Sargent scheitert an Neuer. Der FC Bayern München fand sich dann aber auch rein in diese Partie durch Joshua Kimmich und Kouassi ging es dann nach vorne. 22. Spielminute. Kouassi hier legt den Ball quer, Kimmich aber visiert den Ball zu schlecht an. Noch nicht ganz Pause, nochmal die Bayern und der junge Neuzugang aus Frankreich hier mit dem Flugkopfball scheitert ganz knapp. Der Ball geht haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Mit 0:0 ging es in die Pause, die Bayern hatten sich richtig gesteigert nach guter Anfangsphase von Bremen. Waren die Münchner mittlerweile die bessere Mannschaft. Im zweiten Durchgang fand der SV Werder Bremen aber zunächst die richtigen Antworten. Ailton und Klaassen, die das hier aufbauen. Klaassen mit dem weiten Ball nach vorne. Yuya Osako scheitert an Neuer, aber da ist Ailton. Der Bayern-Schreck in der 51. Minute schlägt er zu, bringt Bremen in Führung, nachdem Neuer erst stark pariert und da kann er dann nichts mehr machen. Die Bayern mussten also auch wieder etwas tun. Der gute erste Durchgang konnte aber eben noch nicht gekrönt werden. Jetzt vielleicht Sané zu Kimmich und da war's. So schnell kann es dann auch wieder gehen. 1:1 in der 60. Minute. Sané legt vor. Und Kimmich vollstreckt. Jetzt war es ein Spiel auf Messers Schneide. Und Sargent, der hat keine Lust auf Verlängerung und macht in der 77. Minute das 2:1. Bleibt da eiskalt vor Neuer. Hätte vielleicht auch in die Mitte spielen können, aber der Ball ist im Tor und dementsprechend hat er alles, komplett alles richtig gemacht. Nachspielzeit. Die Bayern nochmal mit dem Mute der Verzweiflung. Pavard, guter Ball eigentlich zu Sané, aber wo ist die Unterstützung? Im Rückraum vielleicht. Kouassi, Kimmichs Ball aber zu schlecht. Langkamp fängt ihn ab und das war's. Bremen gewinnt mit 2:1, zieht damit ins Halbfinale ein und die Bayern können sich jetzt auf den Endspurt der Champions League konzentrieren. Die Hertha hat bislang den reibungslosesten Turnierverlauf absolviert. Der SV Waldhof Mannheim setzt da das Kontrazeichen zu. Zwei Elfmeterschießen, einmal verloren, einmal gewonnen. Aber sie stehen im Viertelfinale und wären für die Hertha sicherlich auch ein harter Konkurrent, wenngleich der Berliner Sportclub die bessere Anfangsphase hatte. Verlat klärt das hier unkonventionell mit der Schulter. Aber die Hertha macht es richtig gut. Luke Bacchio mit seinem Tempo hat da sehr viel Platz. Legt den Ball zu Piontek, der nicht erfolgreich ist. Aber Dilrojun staubt ab in der 18. Minute. 1:0 für die Hertha. Erst gut gehalten von Bartels, dann aber Dilrojun. Eiskalt. Die Hertha wollte einen drauflegen. Waldhof Mannheim stand etwas neben sich. Mittelstädt mit der Flanke. Kopfball Marcelinho. Die Legende kam bislang aber noch nicht so richtig zum Zug. Und Mannheim brachte nach vorne auch endlich was zustande. Über eine halbe Stunde gespielt. Das ist Kevin Coffey. Legt zu Gianluca Korte. Und der Ball ist plötzlich im Tor. 32. Minute, der Ausgleichstreffer. Sieht jahrsteinig gut aus, aber der Schuss ins kurze Eck
stramm und unerwartet. Dementsprechend sei dem Norweger das hier mal verziehen. 1:1 nach 45 Minuten. Im zweiten Durchgang hatte Mannheim den besseren Auftakt. Flanke von Marx etwas zu lang, von Klünter dann aber schlecht geklärt. Und Korte muss sie das 2:1 machen. 9 Minuten etwa gespielt und das hier, ja, ist auch Pech dabei. Trotzdem, den Ball musst du versenken, wenn du weiterkommen willst. Die Hertha ruhte sich lange Zeit aus im zweiten Durchgang. Konnten sie sich nicht erlauben. Jetzt aber mal wieder nach vorne. Piontek, der beste Torschütze des Turniers, setzt einen drauf. 75. Minute, das 2:1 für die Hertha. Und die Moral war jetzt bei Mannheim doch sichtlich gebrochen. Toussaint weiter Ball, Bartels verschätzt sich komplett und Luke Bakio hält nur noch den Fuß hin. 79. Minute, das 3:1. Die Entscheidung in dieser Partie. Was für ein Tor. Und die Hertha wandert damit unbeschwert ins Halbfinale. Und wir sind gespannt, wer sich noch dazu gesellen wird. Der VfB Stuttgart hatte als schwächster Gruppenerster den Nachteil, dass sie gegen einen anderen Gruppenersten antreten mussten. Und das war der 1. FC Nürnberg, die bislang doch eine durchaus ansehnliche Runde spielen. Aber der VfB Stuttgart war richtig stark drauf. Von Beginn an. Kalajdzic in der 20. Minute mit dem 1:0 vorbei an Martinia ohne Probleme erzielt er hier den Führungstreffer. Doch der 1. FC Nürnberg ließ sich davon nicht groß verunsichern. Mit Rückschlägen sind sie auch schon umgegangen. Hier ist es Hanno Behrens, der ausgleicht. 38. Minute. Sie haben es vielleicht eben kurz gesehen im Anschnitt. Mavropanos, der hier reinhaut, der jetzt beim VfB Stuttgart spielt. Zuletzt noch beim 1. FC Nürnberg aktiv gewesen. Man kannte hier also keine Freunde und dementsprechend ging es dann auch knapp mit dem 1:1 in die Katakomben. Der zweite Durchgang wurde dann vom 1. FC Nürnberg zielstrebiger und besser geführt. Robin Hack hat lange den Ball, wird nicht attackiert, dann tut sich da in der Mitte eine Lücke auf, die Behrens und Morlock zu Wiss nutzen. 55. 2:1 für den 1. FC Nürnberg. Unnötig aus Stuttgarter Sicht, das war viel zu einfach und führt zum Führungstreffer. Nun musste der Ausgleich her. Weniger als eine halbe Stunde noch zu spielen. Aber wie sich Kakao da durchsetzt, das ist wirklich stark. 66. Aber Martinia ist zur Stelle. Kann sich jetzt mal auszeichnen. Mit der rechten Hand Innenfläche klärt er den Ball. Es ergaben sich nun Lücken und Plätze für den 1. FC Nürnberg. Morlock im Ballbesitz und Robin Hack wird bedient. Macht hier alles klar. In der 87. Das 3:1 bedeutete den Endstand und brachte Nürnberg ins Halbfinale. Der VfB Stuttgart muss sich dann tatsächlich aus dem Turnier verabschieden. Somit ging es darum, den letzten Halbfinalisten herauszuarbeiten zwischen dem BVB und der SG Dynamo Dresden. Schwarz-Gelb gegen Schwarz-Gelb. Dortmund aber heute nur in Schwarz-Gelb. Dresden hingegen in den weißen Auswärtstrikots. Dortmund war hier gut drauf und wurde gut bearbeitet von den Dresdnern. Ließ sich davon aber nicht groß beirren. Meunier mit der Flanke, Kopfball von Sancho an die Latte. Das war ein super Auftakt. Und hier ist es einfach Glück für Broll, dass der Ball nicht reingeht. Die Partie verflachte etwas. Dresden kam das ganz gelegen. Vlachodimos mal mit einem Sprint nach vorne und mit dem 1:0. Das war doch sehr überraschend zu diesem Zeitpunkt. Dortmund aber hinten etwas zu fahrlässig. Und somit mussten sie das 0:1 erstmal hinnehmen. Zum Pausenpfiff. Minge und Co. vollkommen zufrieden. Dortmund musste jetzt kommen, wollte sich nicht nun schon verabschieden gegen Dresden, den besten Tabellenzweiten der Gruppenphase. Haaland
aus der zweiten Reihe mal gegen Kevin Broll in der 58. Spielminute. Der Spannschuss gut, aber nicht gut genug. Der Borussia lief die Zeit davon. Konnten sie nochmal zurückschlagen. 20 Minuten nur noch auf der Uhr. Aber es kam ihnen ganz gelegen, dass Dresden sich nicht hinten einmauerte, sondern auch nach vorne spielte. Das ist jetzt mal Jadon Sancho. Der darf nicht so frei stehen. Tut er aber und erzielt in der 71. Minute den Ausgleich, der so ersehnte, aber auch mittlerweile verdiente. Schlussphase. Dresden kriegt den Ball da hinten nicht raus und Dortmund nochmal im Anrennen. Guerrero zu DD und der bleibt eiskalt. Erste Minute der Nachspielzeit. Borussia Dortmund schießt sich doch noch in der regulären Spielzeit ins Halbfinale durch. Vereinslegende DD. Dortmund gewinnt also mit 2:1, währenddessen Dynamo Dresden den Wettbewerb verlassen muss. Ja, damit haben wir die vier Halbfinalisten. Das sind Bremen, Hertha, Nürnberg und Borussia Dortmund. Ich habe sie hier mal wieder in diesen super Zufallsgenerator eingetippt in der Reihenfolge, in der sie jetzt rausgekommen sind. Wir wollen schauen, was sich dabei ergibt. Und es ist das Spiel Bremen, Nürnberg und Hertha gegen Dortmund im Halbfinale. Das sehen wir jetzt hier gleich nochmal in der Übersicht. Da haben wir es. Und damit sehen wir uns tatsächlich morgen wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs immer noch dabei sein. Bis zum nächsten Mal und adios.